Ex-Bundeskanzler Schröder hat in seinen jungen Jahren mal am Tor des Kanzleramts gewackelt und wollte da rein. Ich habe nicht gewackelt, ich habe mal versucht, die Geheimzahl einzugeben für dieses Schloss, weil ich dachte, 2018 ist die Lösung, um reinzukommen in den Park und zum Schloss Reinhardsbrunn. Denn schließlich ist seit 2018 die Perspektive für dieses Haus neu, denn es gibt die Enteignung der bisherigen Eigentümer, die seit 2006 Spekulationen mit dem Schloss gemacht haben, das eine lange Geschichte hat. Wir treffen uns gleich mit Bürgermeister Klöppel und werden mit ihm sprechen, wie es weitergeht. Für alle anderen, die mal in den Park wollen und das Schloss sehen wollen, wie es jetzt ausschaut, gibt es eine Möglichkeit. Da kann man sich mit dieser Telefonnummer anmelden, kriegt dann eine geführte Führung. Und zack, waren wir drin durch den Dienstboteneingang, denn auch dafür hat der Bürgermeister von Friedrichroda natürlich den Zugangscode. Wir haben ihn dann anschließend gefragt über die aktuelle Entwicklung, denn er bekam sehr erfreuliche Post. Ja, das war die Post vom 12. Juli, ist es bei uns angekommen und da stand über viele Seiten die Begründung darin, dass das Enteignungsverfahren jetzt abgeschlossen ist und das Schloss also enteignet wurde. Also Sie sind zwar nicht der Schlossherr, aber Nee. zumindest hat ja die Stadt Friedrichsroda auch eine ganze Menge davon, dass es jetzt im Eigentum des Freistaates ist. Eigentlich war doch immer die Geschichte Enteignung mit so einem negativen Unterton, aber in dem Fall freut man sich, oder? Also in dem Fall freut man sich auf alle Fälle, weil jetzt die Perspektive da ist, dass sich hier endlich wieder was entwickelt. Und gerade das Schloss Reinhardsbrunn ist nicht nur in Friedrichsroda fast mittendrin, sondern es ist auch in der Mitte des Herzens aller Friedrichsroder, die sich sehr um das Schloss gekümmert haben und den Schlosspark gekümmert haben und auch noch weiter die vielen Jahre jetzt engagiert haben, bis zu dem heutigen Punkt, wo wir angekommen sind. Sie sprechen sicherlich jetzt auch über den Förderverein. Ein paar Worte zum Förderverein, bitte. Also der Förderverein hat sich ja vor Jahren genau deswegen gegründet, weil das Schloss vor sich hingedümpelt ist und wir gesehen haben, dass die Eigentümer hier im Prinzip nichts weiter machen wie Spekulation. Und der Förderverein war und die Mitglieder des Fördervereins waren eigentlich diejenigen, die immer wieder angestoßen haben, das Schloss in den Mittelpunkt gerückt haben und es letztlich auch dazu geschafft haben, dass die Landesregierung es als Chefsache erklärt haben, was nur zu Recht ist, weil es ist die Wiege der Thüringer Landgrafen und es ist ein historisch wertvolles Objekt und das kann nicht einfach so dahin verrotten. Das ist richtig, dass der Schritt so energisch gegangen wurde. Jetzt ist vor 5 Jahren dieses Enteignungsverfahren gestartet worden. Jetzt haben wir das positive Ergebnis dafür. Was wird denn jetzt als nächstes passieren? Ja gut, wir müssen ja natürlich jetzt noch mal die Frist abwarten, weil es gibt ja noch die Klagefrist innerhalb der 4 Wochen. Wenn da im Prinzip ist hoffentlich nichts passiert, was wir hoffen, also ich ganz tief hoffe, dann hat der Freistaat natürlich die freie oder die Möglichkeit, dann loszulegen. Und wie es schon zu lesen war, hat Herr Ramelow ja gesagt, dass auch schon Gelder im Landeshaushalt eingestellt sind, um erstmal die Grundsicherung hier durchzuführen. Und dann ist der nächste wichtige Schritt natürlich hier ein Entwicklungskonzept zu haben, was soll eigentlich jetzt aus diesem Schloss werden, damit man dann im Prinzip auch in die Sanierung gehen kann, weil es ist immer ganz wichtig, erst den Inhalt zu wissen, ehe man saniert, damit das dann auch übereinstimmt. Wenn sich Friedrichsroda als Bürgermeister was wünschen könnte, was die zukünftige Nutzung betrifft, was wäre dann die Idee? Das Wichtigste wäre, egal was für eine Nutzung kommt, dass es weiter für die Öffentlichkeit nutzbar ist. Also Friedrichsroda hat den Schlosspark und das Schloss Reinhardsbrunn schon immer oder lange nutzen können und ist natürlich auch sehr verankert in den Erinnerungen. Und es wäre wichtig und schön, wenn wir auch zukünftig also den Park und das Schloss als solches auch in gewisser Weise als öffentliche Einrichtung nutzen könnten. Ansonsten muss man natürlich schauen, ich könnte mir viel vorstellen. Also das war mal im Gespräch, noch ein gutes Fünf Sternehotel hinzubauen. Es wäre genauso gut möglich, hier vielleicht ein wunderbares Kurhotel daraus zu machen, weil wir als high-klimatischer Luftkurort ja ein Ort sind mit den meisten Übernachtungen, aber ohne Kurklinik. Das wäre vom Standort her hier bestimmt auch ideal. Es könnte ein Seniorenstift werden oder was ganz anderes, eine Landesanstalt. Was auch immer. Was Positives vor allen Dingen, was die Gebäude mit einbezieht, vielleicht was auch Raum lässt, um das, wofür der Förderverein hier eingetreten ist, also für Geschichtsbildung und so weiter, dort Räumlichkeiten zu lassen, dass man also eine breite Nutzung hier hat und dieses wunderbare Areal wieder so instand setzt, dass es wieder der Traum wird, der es mal war. Über die 5 Jahre hat es ja sicherlich auch Kontakte mit der Landesregierung gegeben. Wie sind denn da die Abstimmungen gelaufen? Also welche Rolle wird denn dann der Bürgermeister, welche Rolle wird denn dann der Förderverein bei den zukünftigen Konzepten spielen? Glauben Sie, dass Sie hier mit eingebunden werden? Also ich hoffe, dass wir mit eingebunden werden. Ich meine, die Rolle, die der Bürgermeister dort spielen kann, ist natürlich begrenzt, aber wir werden natürlich unsere Stimme erheben und werden schon unsere
in Anführungsstrichen unsere Forderungen, die wir hier an der Nutzung haben, die werden wir schon einbringen. Wie weit sie berücksichtigt werden, werden wir sehen. Wird natürlich hundertprozentig auch daran liegen, bleibt es hoffentlich auch im Eigentum des Landes Thüringen. Ist das Land Thüringen selber der Investor, dann hat man natürlich auch noch ganz andere Möglichkeiten, als wenn vielleicht noch Fremdinvestoren gesucht werden. Aber das wird die Zeit dann bringen. Auf alle Fälle haben wir jetzt die Möglichkeit, endlich loszulegen. Das Land Thüringen hat die Zeit, endlich loszulegen. Wir sind eigentlich immer mit Fördervereinen und Landesregierung und auch mit Bürgermeister und Landesregierung in gutem Kontakt gewesen und haben immer wieder angeschoben. Ich denke, sonst wären wir heute auch noch nicht so weit, wie wir jetzt sind, wenn das nicht gewesen wäre. Apropos Enteignung. Gleich zwei bedeutende Thüringer Politiker können sich rühmen, diese Enteignung zustande gebracht zu haben. Die Idee dazu darf man Christine Lieberknecht zuschreiben, der ehemaligen CDU-Ministerpräsidentin. Ihr Nachfolger im Amt, Bodo Ramelow, hat es bis zum voraussichtlichen guten Ende geführt. Immerhin haben die aktuellen Eigentümer noch wenige Tage das Recht auf Einspruch gegen diesen Entscheid. Es ist ein wenig wie im Märchen. Es bedurfte eines Prinzen, der das verwunschene Schloss aus seinem Schlaf erweckte. Das schöne Reinhardsbrunn schlummerte zwar keine 100 Jahre, aber das letzte Vierteljahrhundert gehört ganz sicher nicht zu den glücklichsten in seiner langen Geschichte. Und die kennt kaum einer besser als Joachim Ortleb. Er, Jahrgang 1950, ist von feinstem Friedrich-Rodaer Blute. Der ehemalige Lehrer führt seit 2008 zwischen April und Oktober Neugierige durch den Park. Friedrich-Rodaers Bürgermeister Klöppel hat zu mir gesagt, Sie sind der Schlossvogt. Wieso? Ja, weil ich mich seit 20 Jahren intensiv mit der Geschichte Reinhardsbrunns beschäftige und auch etwas kürzer zwar seit gut 10 Jahren auch die Schlossparkführung durchführe. Schlossparkführung ist ein gutes Stichwort. Wie viele Interessenten gibt es denn da so mal? Wie viele Führungen machen Sie im Jahr? Also im Jahr, das heißt, es bezieht sich jetzt auf die Saison von April bis Oktober, ja, machen wir so etwa 150 Führungen. Wie viele Leute nehmen da so im Durchschnitt teil? Das ist sehr schwer, jetzt einfach aus dem Ärmel zu schütteln. Also ich würde mal sagen, wenn man es im Durchschnitt mal anschaut, 8 bis 10 Personen. Manchmal 20, manchmal nur 3. Wir sind hier an einem ganz historischen Ort. Das ist ja eigentlich so ein bisschen das Urgelände der Thüringer Geschichte. Wann hat es hier eigentlich angefangen? Angefangen hat es eigentlich ein paar Kilometer von hier entfernt. Richtung Rennsteig, so um 1030 hatte sich da ein Thüringer Graf eine Burg errichtet, die Schauenburg. Und in der Folgezeit ist dann die Wartburg entstanden und sozusagen Nummer 3 war dann das Kloster Reinhardsbrunn, so um 1085 errichtet. Wie lange war das dann Kloster? Es war Kloster 4,5 Jahrhunderte in etwa bis zum Thüringer Bauernkrieg und wurde dann zerstört. Da widerfuhr Reinhardsbrunn damals richtig böses Unheil zu jener Zeit, als auf der Wartburg der Mönch Martin Luther die Bibel übersetzte. 8 Tage vor dem Osterfest 1525 stürmten nämlich Bauern Reinhardsbrunn. Sie zechten sich eine Nacht lang Mut und Kraft an und schlugen dann zu. Altäre und Orgeln splitterten, die Bibliothek verbrannte und mit den Gebeinen der Landgrafen trieben die Randalierer Schabernack. Das Kloster fand nie mehr zur alten Blüte zurück. Ein Plan, es nach dem 30-jährigen Krieg zum Sitz eines Collegium Hunianum zur Schlichtung theologischer Differenzen zu machen, scheiterte. Dann war es Amt, Witwensitz für eine Herzogin. Es wurde auch von den Gotha-Herzogen immer mal als Sommerresidenz genutzt. Seit wann haben wir jetzt diese Gebäude, die wir hier sehen, hinter uns? Ja, was wir hier jetzt vor uns haben, ist ab 1830 etwa entstanden. Da hat ein Coburg-Gotha-Herzog Ernst I. die Gebäude aus der Klosterzeit, Amtszeit, was wir alles schon erwähnten, ganz neu gestalten lassen im neogotischen Stil als Sommersitz. Jener Herzog Ernst I. wollte nach englischem Stil sein hochherrschaftliches Jagd- und Lustschloss gebaut haben. In Gustav Eberhard fand er dafür den rechten Baumeister. Der damals 23-Jährige hatte in Paris Architektur studiert und ließ nun stilsicher seiner Fantasie freien Lauf. Warmer Kalkstein mit neugotischen Fensterbogen, spitze Türme und Schießscharten als Zierat. All das begeisterte Ernst I., der alsbald bevorzugt in Reinhardsbrunn seine weitläufigen Verwandten begrüßte. Dieses Eigentum der Herzöge ist ja dann enteignet worden bei der Fürstenenteignung. Dann war es ja im Besitz des Freistaates Thüringen damals schon. Welche Nutzung war dann hier drin gewesen? Nach dem Ersten Weltkrieg ja schon eine Enteignung, ja, durch den Freistaat Gotha, der existierte ja nicht allzu lange. Aber der Herzog hat geklagt und hat es dann auch wiederbekommen.
1925, ja, aber 1945 dann endgültige Enteignung. Im Dritten Reich war die Anlage an die Reichskanzlei vermietet worden. Sie sollte Repräsentationssitz werden, wenn im nahen Ohrdruf das zweite Führerhauptquartier in den Bergstollen getrieben sein würde. Auch Generalfeldmarschall Albrecht Kesselring tauchte in den letzten Kriegstagen mit seinem Stab auf und dem Bernsteinzimmer. Das wurde hier in Kisten verpackt und zwischengelagert, verschwand dann aber auch wie allerhand andere Kunstgüter nach irgendwo. Das weckte allemal Begehrlichkeiten bei Amerikanern wie Russen, die sich am Ende einen Wettlauf um das Schloss lieferten. Nicht zuletzt deshalb, weil sie hofften, hier eine Spur des Goldschatzes der Reichsbank zu finden. Am Ende hatte die US-Army die Nase vorn. Einer der gefangenen Deutschen gab nach kurzer, aber intensiver Befragung den geheimen Ort preis. 30 Kilometer Luftlinie westwärts in den Stollen des Salzbergwerks bei Merkers. Nach dem Krieg wurde das Schloss erst russisches Lazarett, dann Feuerwehr- und Polizeischule des DDR-Innenministeriums. In den 60er Jahren wurden Haupt- und Nebengebäude, vor allem das noble Kavalierhaus, zum Hotel umgebaut. Die Wirtschaftsführer des Ostblocks tagten hier, Wissenschaftler trafen sich zum Gedankenaustausch. Im Kavalierhaus dürfen auch Westgäste wohnen, vermittelt von einer Hamburger Reiseagentur. Nach dem Mauerfall verkaufte die Treuhand Schloss und Park an die Hotelgruppe Travel Charm, hinter der betuchte Investoren standen. Sie führten das Kavalierhaus weiter und planten, das geschlossene Haupthaus für 45 Millionen Mark auszubauen. Aber wir haben uns zu früh gefreut damals. Es wurde leider nur teilweise entkernt, aber eine Sanierung hat bis heute nicht stattgefunden. Jetzt haben sich ja die Zeichen zum Guten gedreht. Es gibt die Enteignung durch den Freistaat Thüringen, das dann in Eigentum hier eintreten wird. Was verbindet sich für jemanden wie Sie, der so lange jetzt schon für dieses Hotel unterwegs ist, was verbindet sich da für eine Hoffnung damit? Ja, es verbindet sich damit die Hoffnung, dass Reinhardsbrunn wieder ein interessanter, attraktiver Ort wird, der der Öffentlichkeit erhalten bleibt und für die Öffentlichkeit weiter zugänglich ist. Zum Schluss habe ich eine ganz private Frage. Ich bin ein großer Märchenfreund. Und 1988 ist hier von der DEFA gedreht worden Rapunzel. Jetzt bin ich mir nicht mehr ganz sicher, ist es der Turm dort oder ist es der Turm da hinten am Kavaliershaus, wo das damals gemacht worden ist? Weder noch. Weder noch? Denn man hat dann aus technischen Gründen wahrscheinlich bei Magdeburg einen Extraturm errichtet. Das ist ja sowas von schade. Aber okay, auf die Art und Weise ist ein großes Problem gelöst. In Wikipedia steht es nämlich noch falsch. Danke.